Hallihallo, ich grüße euch. Hier zurück bei Sims. Wir sind ja dabei stehen geblieben, dass wir eigentlich noch schaffen wollten, dass wir Felicia noch zu einer Meerjungfrau machen wollen. Nur irgendwie hat sie keine Wünsche und die Wünsche, die sie hat, finde ich jetzt ein bisschen blöd. Weil irgendwie dauern die sehr lange, bis das dann was wird. Und 500 und 250 ist jetzt nicht so die Menge. Ins Ausland reisen, ich wollte sie jetzt eigentlich nur noch eben zur Meerjungfrau machen. Und dann habe ich gedacht, lassen wir die beiden nämlich ausziehen. Aber gut. Mal schauen, wie es hier wird. Weil das wird mir sonst ja ein bisschen zu voll in der Familie. Wenn dann jetzt bald auch noch die Kleinkinder müssen ja auch noch irgendwie was lernen, weil die werden ja jetzt auch bald schon wieder groß. Und ja. So. Schlafen denn alle? Nee, sie malt noch. Dann soll sie mal eben noch das Ende malen. Damit wir sie dann auch ins Bett schicken können. Sie wird erst in 5 Tagen erwachsen. Aber sie malt gerade ein schönes Bild. Ja, ich denke schon, dass das einen Wert haben wird von 350 Millionen. Sie hätte schon quasi fast genau genug Punkte, um zur Meerjungfrau zu werden. Aber wir wollten ja Feli zur Meerjungfrau machen. Achso, du bist noch da, Phantasius. Ari! Achso, die schreien hier rum. Okay, Mama, du musst aufstehen. Weil die Kiddies haben Hunger. Auf dem Boden füttern. Und Hilde, geh mal weg da. Lass die Mama mal da dran. Genau. Und die Maus auch auf dem Boden füttern. Er kann ja schon allein zur Toilette gehen, sie aber noch nicht. Und das müssen wir deswegen auch noch machen. So. Das Fresko ist endlich fertig und du kannst stolz von dir behaupten, an diesem Meisterwerk mitgewirkt zu haben. Die Freskenmalerin hat dir so manches beigebracht, dass du, sodass deine zukünftigen Werke von nun um einiges wertvoller sein werden. Okay. Sehr schön. Nee, du gehst schlafen. Und dann schlaf einfach in einem Bett von Felix, egal. Ist keine Kissenschlacht, sollst schlafen gehen. So, gut, Mama, hast du gut gemacht. Nee. Hier hingehen und dann kannst du ein bisschen mit deiner Puppe spielen. Mutti, was machst du? Nein. Du kannst Nara mal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Ich hoffe nämlich, dass sie das noch lernt. Rechtzeitig. Zack, zack. Du hast das immer noch nicht geschafft. Oh Mann. Okay, Aiden, du musst mal eben aufhören und hier hingehen. Dann kannst du hier mit Esmeralda spielen. So sieht doch gut aus, dass sie jetzt auch schafft, aufs Töpfchen zu gehen. Weil die beiden werden beide mit groß. Ja, sehr gut. Dann haben sie beide eine Sache gelernt. Zwei Sachen gelernt. Super. Windel wechseln. Laufen kann sie also. So, hopps, hopps, Mama, kümmere dich um sie. Fähigkeit 8, ja, aber sie soll ja... den Heileflink hier erstellen. Hä? Ach so. Du kannst mal zur Toilette gehen, zum Töpfchen und du kannst jetzt was essen, genau. Phantasius schläft. Du bist jetzt mal fertig mit Schlafen. Was möchtest du? Ein Objekt kaufen, Dusche. Nein. Du musst das alles im alten Badezimmer benutzen. Ja, Metamorphosemittel brauchst du jetzt auch nicht mehr herstellen, weil... Super.
Gut, okay. Dadurch, dass sie sich das ja auch nicht mehr erfüllt. Na gut, na gut, na gut, na gut. Hätte ich ihr das gespeichert, hätte sie das bekommen. Super. Warum schläfst du nicht? Kannst du nicht schlafen wegen Aiden oder was? Genau, Aiden im Kinderbett legen. Puss. Was machst du denn da jetzt? Hallo? Leg ihn doch ins Kinderbett. Aiden ins Kinderbett legen. Ach, der muss zu dir laufen, damit du ihn ins Kinderbett bringst. Hallo? Oh. Ich krieg zu viel bei sowas. Und warum ist die jetzt schon wieder wach? Ey, du sollst nicht lesen, du sollst ihn ins Bett legen. Ist das denn so schwer zu verstehen? Oh Mann, ey. Ja, wissen wir, dass sie bald ihre Schule abgeschlossen hat. Nein, wie wär's mit Reis, Essen, Kuchenstück? Von wem wurdest du auch wegen Stereoanlage? Wer macht denn hier die Stereoanlage um die Uhrzeit an? Kein Mensch. So, na gut. Liegen die jetzt beide im Bett? Ja, dann schlafen jetzt beide. Und du gehst duschen. So, Schulbus kommt gleich. Also warten wir mal, bis sie in der Schule ist. Kann vorher mal noch was essen. Snack essen. Erstmal schnell ein Müsli. So, was machst du jetzt? Nein, ich kitzeln. Lass die Kinder jetzt mal in Ruhe. Du kannst eher mal hier deine Fähigkeit verbessern, und zwar reden üben. So, was machst du? Kürbiskuchen zubereiten. Bereitet. Warum nimmst du die kleine Maus jetzt schon wieder raus? Leg sie wieder ins Kinderbett. Und du musst zur Schule. So. Was machst du? Nix. Rangehen. Nein. Wir sind nicht interessiert, jemanden zu daten. Du musst zunächst erstmal Freunde finden, okay. Fantasio, was ist mit dir? Du hast Hunger. Weiterkochen. Weiterkochen sollst du. Mann, ey. Wieso holst du schon wieder das Kind raus? Oh, ey, ihr seid doch behindert. Dann feiern wir halt jetzt Geburtstag. Wenn du die armen Kinder, wenn ihr die Kinder nicht schlafen lasst. Idioten. Kerzen ausblasen. Nara. So. Was ist das für eine scheiß Musik hier? Dann mach lieber irgendwas Vernünftiges wie Elektro oder so. Ja. Schon besser. Ja, fantastisch. Jetzt halt aber deinen Kuchen im Blick. Hallo. Kümmere dich mal darum, dass das hier nicht kaputt geht. Aha. Sehr gut, und dann... Nee, nicht da. Oh. Du bist so dumm. Reste weglegen und hier auch Reste weglegen. Da ist einiges schief gelaufen? Ja, warum? Die hat doch beides gelernt. Genau.
Reste weglegen. Nein. Und du nimmst hier bitte auch kein Stück Kuchen. So, Phantasios, was machst du? Nein, nicht Blumen bekommen. Hallo? Wie seid ihr denn drauf? Halten. Und dann bringst du jetzt bitte Aiden dann zum Geburtstagskuchen. Ah, jetzt bin ich zu hoch. Kerzenhaus, wo ist Aiden? Was steht hier? Naja, erfolgreich war es nicht. Ich will plaudern. Wer bringt ihn jetzt stattdessen zum Kuchen? Du bist am Tanzen. Du kannst jetzt auch erstmal Kuchen essen. Ein Stück vom Kuchen. Sehr gut. Nimmst du ihn jetzt dahin oder was hier? Ich muss jetzt gleich zur Schule. Hat jemanden kennengelernt. Ich würde gerne noch bleiben. Dann mach das mal hier. Party, Party. Ich muss jetzt wirklich los. Ja, dann geh doch. Ich hätte keiner gesagt, dass du bleiben sollst. Mein Gott. Was ein Lappen. Oh nö, begrüße einen fremden Sim charmant. Nein. Möchtest du Geisterkarriere einschlagen? Okay. Das kriegen wir hin. Ich schreie nicht rum, Aiden. Wird mal groß jetzt hier. So, wir nutzen dann gleich mal das Badezimmer hier. Haben wir doch eine Spielzeugkiste? Na gut. Höchstleistung, was soll das ja ein Merkmal aussuchen? Siehste, verstehe ich dann nicht, warum. Diszipliniert und Genie ist er schon. Deswegen verstehe ich nicht, warum, was ist bei ihr dann schiefgegangen? Verstehe ich nicht. Was mag er denn, der kleine Mann? Diszipliniert, Genie und tapfer. Sehr gut. Er hat ja was Schickes an. So, dann kannst du jetzt ein Stück Kuchen essen. Jetzt tanzen. Hat sich dein Wunsch ja gerade erfüllt? Nein. Okay, wartet mal. Können wir jetzt hier in der Stadt eigentlich... Wo können wir denn die Geisterkarriere annehmen überhaupt? Im Rathaus? Polizeiwache? Ermittlerkarriere? Gesetzeshüter? Wo war das denn? Wo war das denn nochmal? Unter welchem Aspekt? Ja, sensationell. Ich weiß gar nicht mehr, unter was man das findet. Verbrecherkarriere. War es nicht. Wissenschaftliches Institut. Gartenarbeit. Ja, Geisterkarriere starten, da ist es doch. Und wollen wir das ja mal erfüllen? Du möchtest mit wegen Viola spielen und Logik lernen. Alles klar, Freund. Kriegen wir hin, einen Kurs in Fähigkeit Logik. Kriegen wir auch hin. So. Was macht die Mama? Du möchtest, dass sie auch zum Genie wird. Okay, das wird immer erfolgreich, hat nicht geklappt. Gut, bitte anhören, was für eine Bitte stellst du ihr denn? Ach so, wir müssen jetzt aber mal kurz hier Pause machen. Weil ich wollte jetzt hier nochmal schnell
umräumen. Und wir haben es leider schon wieder nicht geschafft in dieser Folge, dass die beiden, also nicht die beiden, dass sie zur Meerjungfrau wird. Ich glaube, die beiden kriegen aber normale Betten jetzt hier. Aber das. Und er kriegt das. Kann man das da in die Mitte tun? Ja, könnte man. So, die wünschen sich da eine Spielkiste. Ganz normale Spielkiste. Können wir die hier zwischenstellen? Ja, oder? Kommen sie beide noch ans Bett. Wunderbar. Dann können wir die wegtun, weil wenn sie die nicht wollen, dann wollen die halt nicht. Dann können wir da stattdessen ein Puppenhaus hinstellen. So. Sensationell. Dann mach du mal jetzt hier so alles neu benutzen und hier kannst du schlafen. Das ist dein Zimmer. Wo kriegst du die jetzt vorgelesen? So, wie viel Wunsch ist denn das? 400 nur, auch zu wenig. Was machst du da jetzt? Ja gut, hätten wir das schon mal geklärt. So, dann kannst du jetzt wieder nach Hause kommen. Und dann gehst du erstmal noch schlafen. So, du. Gute Nachtgeschichte lesen. Nee, das andere Bett ist von dir, Mäuschen. Das hier ist dein Bett. So. Und du? Mach dich mal frisch hier und dann kannst du weiter reden üben. Und du? Du hast jetzt eine Karriere, brauchst Ermittlungen und Logik. Dann kannst du ja ein bisschen... Ach ja, nee, genau, du sollst schlafen. Ach, die muss gleich arbeiten schon. Ja gut, Freunde, auf jeden Fall mache ich hier jetzt einen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüsschen.